Training starten wir vom Flugplatz Löwenthal in der Nähe von Friedrichshafen. Alle Besatzungsmitglieder sind bereits an Bord. Bitte fordern Sie als Wachoffizier den Start aller Systeme auf. Getting started, please. Die Crew an ihrem Arbeitsplatz wird ihre Startcheckliste ausfüllen. Bitten Sie nun den Chef-Steward, die Passagiertreppe hinunterzulassen und lassen Sie dann die 50 Passagiere an Bord. Start boarding, please. Roger. Starting boarding. Sie werden feststellen, dass die Sandsäcke, die als Ballast dienten, entfernt wurden, um das Gewicht der Passagiere auszugleichen. Bitten Sie darum, die Passagiertreppe wieder einzuziehen. Weisen Sie das gesamte Personal an, zu Ihren Startstationen zurückzukehren. Roger, all crew to take-off station. Ready for take-off. Ready for take-off. So stehen die Tacklermänner für die Handhabung der Anlegeplätze zur Verfügung. Die Elektriker bringen die beiden Generatoren zum Laufen und die Mechaniker sind bereit, die Motoren zu starten. Bitten Sie als Wachoffizier vor der Abreise um einen Gesamtbericht aller Techniker. Please give me a general report. Nothing to report. Everything works normally. Everything is in order. All is okay. Everything is in order. No problem, sir. Wenn es keine Probleme gibt, werden wir das Verfahren fortsetzen. Es ist an der Zeit, den Funkchef zu bitten, sich an die Bodenkontrolle zu wenden und eine Startfreigabe anzufordern. Benutzen Sie das Megafon, um den Cheftackler zu kontaktieren. Aus Sicherheitsgründen gibt es in der Außenhülle keinen Strom und daher auch kein Telefon an seinem Posten. Da wir uns an einem Flugfeld für große Luftschiffe befinden, muss er vorne die Festmachleinen vom Hauptmast entfernen lassen. Release the front cone. Roger. Der Chef des Bodenteams schickte die weiße Flagge. Alles ist in Ordnung für den Start. Benutzen Sie das Megafon, damit die Bodenteams die Seile freigeben. Mooring. Copy. 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 Nachdem das Luftschiff befreit ist, muss es nun leichter gemacht werden, um eine sichere Höhe zu erreichen. Geben Sie vorne etwas Ballast frei, indem Sie zweimal an einem der schwarzen Fronthebel ziehen. Die Nase sollte sich etwas mehr anheben als das Heck, um das Steigen bei laufenden Motoren zu erleichtern. Die roten Hebel sind für Notfallmaßnahmen und die gelben Hebel für den Kraftstoffabwurf vorgesehen. Haul ab die Moorings! Roger. 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 Geben Sie den Befehl, alles zu starten. Motoren, halbe Vorwärtsgeschwindigkeit. Betreiben Sie die Telegraphhebel jeweils zu zweit. Motoren 1 und 4, dann Motoren 2 und 3 in synchronisierter Weise. Wenn die Motoren nicht gleichzeitig gestartet werden, könnte sich das Luftschiff um die eigene Achse drehen. Drehen Sie den Tachohebel nach rechts, um ihn abzusenken und so dem Rudermann eine Geschwindigkeitsanzeige zu geben. Um den Aufstieg zu erleichtern, bitten Sie den Höhenrudermann, die Nase um 5 Grad nach oben zu neigen. Überprüfen Sie, ob die Längs- und Vertikalgeschwindigkeiten zunehmen. Herzlichen Glückwunsch, wir sind im Flug. Lösen Sie den Ballast, indem Sie alle schwarzen Hebel 2 bis 3 Mal von hinten nach vorne drücken. Überprüfen Sie die Balance des Luftschiffes an der Vorderseite, um einen stabilen Steigflug aufrechtzuerhalten und mehr als 150 Meter über dem Boden zu steigen. Passen Sie die Höhenruder an, wenn die Neigung mehr als 3 bis 5 Grad nach oben beträgt. Der Start ist erfolgt. Wir müssen nun einen Teil des Personals freigeben,
indem wir der Besatzung befehlen, ihre Reisefunkstationen einzunehmen. All Crew on Crew Station. All Crew to Crew Station. Sobald die Geschwindigkeit 100 Stundenkilometer überschreitet, befinden wir uns im Reiseflug. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Starttraining war erfolgreich.